Mit einem Sieg nach einem Jahr Pause hat sich Omar Komar zurückgemeldet und das zu Hause hier in Hannover. Das wiegt doppelt dann gleich? Genau, das wiegt doppelt dann gleich, weil ich auch im eine Gewichtsklasse höher gegangen bin. War es halt interessant, mal gucken, halt, wie meine Kraft dort ist. Und ja, ich habe es bewiesen, dass ich auch im 84 Kilogramm kämpfen kann. Du bist vom Welter ins Mittelgewicht gegangen und hast dich dort gegen einen Mann präsentiert, gegen Kevin Hansson, der bisher ungeschlagen war in seiner Profilaufbahn und der vor allen Dingen spektakuläre Siege eingefahren hat, weil er hammerhart kicken kann. Deine Taktik sah aus, ihn auf den Boden zu bringen. Genau, also ich wollte eigentlich erstmal im Stand gucken, wie ich halt mit ihm zurechtkomme. Seine Highkicks wusste ich, die sind gefürchtet, habe ich alle abgewehrt, habe mein Trainer halt gesagt, dass ich die Hände immer oben lassen soll, habe ich auch gemacht. Ja, und dann halt war die Taktik, ihn auf den Boden zu holen und dann den Boden halt kaputt zu machen. Am Boden sah es lange Zeit so aus, als wenn ihr verschlungen ineinander keiner den anderen irgendwie zur Entfaltung kommen lässt. Es sah so aus, als wenn Kevin mit seinen langen Armen wie eine Liane dich umklammert. Irgendwann kam dann aber der Moment, in dem du Oberwasser bekommen hast. Was war da so ausschlaggebend für dich? Du hast ja nun wirklich erlebt, direkt im Cage. Ja, also wie gesagt, es war das erste Mal, dass ich im 84 Kilogramm gekämpft habe. Ich habe gemerkt, die Kraft, das ist halt viel, er kommt wahrscheinlich von 90, 93 runter und ich habe die Kraft gemerkt, als ich auf dem Boden war und ich habe abgewartet, weil er hat sich zu sehr festgehalten und zu verkrampft war er dann am unten und irgendwann war die Kraft weg bei ihm und dann habe ich gesehen, okay, jetzt kann ich loslegen, Fäuste geben. Mit 34 Jahren bist du nicht mehr der Jüngste, aber sicherlich einer der erfahrensten. Wird es weitergehen, gerade nach diesem Kampf, oder sagst du, vielleicht ungeschlagen abtreten könnte auch eine Alternative sein? Wie ist es bei dir so? Also jetzt will ich noch nicht aufhören, nein, also ich wollte noch ungefähr 3 Kämpfe noch machen, aber dann im 77 Kilo Bereich Welterweight, weil da bin ich zu Hause. Genau. Wie geht's so voran mit den Kilos runter? Weil du hast, wie gesagt, ein Jahr Pause gemacht, ein bisschen Kilos draufgelegt. Fällt schwerer mit fortschreitendem Alter, sich wieder dann langsam runterzuarbeiten? Es ist wirklich schwerer, ja. Es ist schwerer, weil halt auch die Arbeit und man hat Familie und es wird alles schwerer, wenn man älter wird. Deswegen, man muss aufpassen, was man isst. Kommen wir nochmal kurz zur Veranstaltung in Hannover. Publikum im Rücken, spürbar gewesen im Cage, dass die Leute hinter dir stehen? Das war spürbar auf jeden Fall. Diesmal war auch meine Familie dabei. Die sind eigentlich nie dabei, weil ich möchte das nicht so gerne. Aber diesmal war mein Vater dabei und ein paar Cousins und so waren auch dabei. Und viele Freunde, die immer bei mir dabei sind, egal wo ich hingehe, Düsseldorf oder Köln oder egal, die sind immer dabei. Und das hat mich unterstützt auf jeden Fall. Oma, danke dir. Und wir hoffen, wir sehen dich noch einige Male wieder im Cage. Hoffentlich dann eben bei We Love MMA. Danke.